Also, wenn ich so dran denke, wo ich zuletzt in Frankfurt gewohnt habe, da bin ich aus der Haustür rausgegangen, da musste ich überlegen, will ich jetzt mexikanisch essen, frankfurtisch essen, will ich doch lieber zu dem Franzosen, will ich da in die Bar gehen, ach nee, ich gehe doch in dieses Café, ach wenn das Café voll ist, und das war alles sozusagen in einem Umkreis von 5 Minuten, in meinem Fall jetzt, und das sind so Sachen, die mir dann schon ab und zu fehlen, einfach so rauszugehen und sagen, jetzt so blöd es sich anhört, so ein Coffeeshop, dahin zu gehen und sich einen Kaffee zu nehmen und dann irgendwie mit Leuten zu quatschen oder irgendwo zu sitzen, draußen zu sitzen und die Stadt so ein bisschen zu genießen. Das fehlt mir schon mal ab und zu. Und was ich sagen muss, was ein Nachteil ist für mich jetzt, wenn ich einen Nachteil sagen kann, ich bin ein größerer Internet-Einkäufer geworden, weil mir Sachen, also ich kenne Sachen und suche Sachen ganz gewiss und die kriege ich nur im Internet. Oder ich müsste eventuell nach Dortmund fahren oder noch weiter weg, dann kriegt man sie vielleicht auch, aber das ist so ein Ding, also das merke ich, dass es mir halt nicht so gut, also es gefällt mir eigentlich auch gar nicht, weil ich gar nicht so gerne im Internet kaufe.